Vorwehen für den Winter gab es schon. Anfang November, erster Schnee im Hochschwarzwald. Was des einen freut, des anderen Arbeit. 6000 Tonnen Streusalz werden derzeit in den Salzhallen im Landkreis Ravensburg eingelagert. Die Räumfahrzeuge winterfest gemacht. Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch sind die Straßenmeistereien gerüstet. Wer muss Schnee räumen? Für Bundeslandes- und Kreisstraßen sind die Landkreise zuständig in Baden-Württemberg. Innerorts sind die Kommunen zuständig, sprich Städte und Gemeinden, die eigene Bauhöfe haben. Und sowohl die Städte und Gemeinden als auch wir haben noch Fremdunternehmer, die unterstützend tätig werden, wenn es richtig schneit. Hauseigentümer sind selbst verantwortlich fürs Schneeräumen. Entweder fegen sie selbst, verpflichten ihre Mieter oder beauftragen ein Unternehmen. Wie das von Viktor Hecht in Ravensburg. Er und seine Mitarbeiter räumen zumeist von Hand die kleineren Straßen und Innenstadtflächen frei. Wann muss geräumt werden? Wir haben eine klare Vorlage von der Stadt, dass wir bis 7 Uhr jede Stelle einmal geräumt haben müssen. Heißt, je nachdem fängt man 3, 4 Uhr morgens an, dann hat jeder seine Runde durch und dann bei anhaltendem Schneefall bis 20 Uhr. Während die öffentlichen Räumfahrzeuge den Schnee an den Straßenrand verfrachten, dürfen Privatleute ihn nicht einfach überall hinschieben. Wir schauen natürlich immer, dass wenn wir Gehwege freiräumen, dass wir sie Richtung Hecke, sodass es niemand den Weg rumgeht, aber auch nichts beschädigt wird. Und wenn dann Richtung Straße, dann wirklich nur an Rand vom Gehweg hin, dass man die Stadt und die anderen Räumfahrzeuge auch nicht behindert oder noch mehr Arbeit dadurch gibt. Hilft das Fegen, Schippen und Schieben nicht mehr, muss zusätzlich gestreut werden. Die öffentlichen Räumdienste setzen dafür grobkörniges Salz ein, im Fachjargon Trockensalz. Oder mischen das Trockensalz mit Wasser auf und sprühen es als Feuchtlösung auf die Straße. Wann ist welches Salz geeignet? Trockensalz setzt man mittlerweile eigentlich nur noch bei starkem Schneefall ein, weil dann einfach schon genug Feuchtigkeit, Flüssigkeit auf der Fahrbahn ist. Und in der Regel bei sonstigen Witterungsverhältnissen, überfrierende Nässe, Raureif und so weiter, wird Feuchtsalz eingesetzt. Im Vergleich zu Trockensalz sei Feuchtsalz weniger umweltbelastend, heißt es. Dadurch, dass es eben länger auf der Straße haften bleibt, brauchen wir insgesamt weniger Salz. Und dadurch werden eben die Böden weniger belastet und die Gewässer. Privat ist Streusalz in vielen Kommunen verboten. Stattdessen soll Asche, Sand oder Split verwendet werden, wie auch bei Viktor Hecht. Seine Vorräte sind jetzt aufgefüllt. Der Winter kann starten. Man freut sich, wenn mal der erste Schneefall kommen ist. Dann ist wieder alles im alten Rhythmus. Jeder weiß wieder Bescheid. Aber jetzt auf einen richtig harten Winter freuen wir uns natürlich auch nicht. Auch die Straßenmeistereien sind startklar. Jetzt kann's losgehen mit Winter, Kälte und dem Schnee.